Good par here at number four. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und heute wollen wir mal das erste Online-Matchplay spielen. Dazu gehen wir hier rein und featured fast and firm. Wir wollen Matchplay über 9 Löcher spielen. Finde ich, wie gesagt, eine ganz interessante Sache. Habe ich ein paar Mal schon gespielt. Am Ende gibt es immer so einen kleinen Error, so einen komischen. Darüber wollen wir dann sprechen. Und auch generell, wie ihr das Ganze denn auch findet. Hier jetzt online ein Matchplay. Ich werde gleich hier einsteigen. Und wie ich mich geschlagen habe, ja, das werdet ihr dann im Laufe dieses Videos sehen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendjemand dazukommt. Okay, da ist jemand. Taraiti Golf Club. Okay, da dürfen wir jetzt mal gespannt sein, wie sich das Ganze hier im Matchplay darstellt. Now from New Zealand's North Island and the seaside Taraiti Golf Club. This is EA Sports' continuing coverage of the world of golf. With Frank Nabilo, 15 times a winner around the world, I'm Rich Lerner. And Frank, you're a veteran of 3 President's Cup teams on the international side, so you know a thing or two about match play. And that's what we have in store for us here today. Yeah, match play, I always think it's a fun format, but I think one of the big mistakes people make is they think they have to play too well. You're only playing one player, not the whole field. So sometimes a par is good enough. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Kollege ist Linkshänder, auch nicht schlecht. Mal eine schöne Abwechslung. So, 9 holes is the choice here today. Let's get things started here at the par 4 first. Okay, dann bringen wir mal den Ball ins Spiel. Oh. So, ihr wisst ja, Matchplay bedeutet, wir spielen jedes Loch und der niedrige Score gewinnt das Loch. So, und das Schöne ist jetzt auch hier beim Matchplay, dass wir wirklich nacheinander spielen. Ich liege am beides weg. So, 54er. Das 54er mal ein bisschen ranbringen, um gleich ein bisschen Druck aufzubauen, hoffe ich doch. So, ihr seht auch rechts oben läuft eine Zeit. Das heißt, ich habe hier nicht unbegrenzt Zeit für meine Schläge. So, die Richtung ist schon mal gut. Jetzt hoffe ich, dass er keinen Spin hat. Okay. Ah, good shot again there. Well thought out. Landing the ball short, letting the ball run onto the green. And inside, well, I'd call that a birdie putt. So that's birdie range. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Okay, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh ja, das kann ein interessantes Match werden. Da hat er mich schon ganz schön unter Druck gesetzt. 14 feet to the hole. Okay, das Ganze über links. Ja, zu viel. Schade. Das Loch geht höchstwahrscheinlich jetzt schon an den Kollegen. Ja, for birdie to win the hole. Na, okay. Yep. Okay, okay, okay. Ja, da sieht man jetzt nicht seine Spielstärke. Ja, macht sich da ziemliche Gedanken. Das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen, dass er die Dinger nicht so raushaut, weil dann scheint er den Platz auch nicht so gut zu kennen. Oh, der ist kurz, der ist kurz. Okay. Haben wir starken Gegenwind? Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben ziemlich einen Rückenwind. Okay, dann verstehe ich. Da hat er dann auf jeden Fall Eisen 8. Eisen 8. Versuchen wir ganz weit rechts und höher anzuspielen.
Ja, komm, bleib da liegen. Rollen wir nicht in den Bunker? Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut er aus dem Bunker ist. Struck, but it came in a little too hot, and that one's gonna run out and leave him a much longer birdie putt than he would have hoped for. 9 inches down, aber wir müssen da erstmal über einen Hügel rüber. Okay. Wir müssen da erstmal über einen Hügel rüber. Das war gar nicht mal so schlecht, der Putt. Ja, also wie gesagt, das Format gefällt mir ganz gut als Matchplay im Online-Modus, weil da wird jetzt eben nacheinander gespielt und nicht so wild durcheinander mit 4, 5, 6 Leuten auf dem Grün und dann spielen alle Bälle hier durcheinander. Was jetzt natürlich gut wäre, wäre eigentlich, dass der Ball, dass mein Ball hier markiert wäre. So, das heißt berghoch, aber so wie ich es sehe, wie kein Break. Okay. Ah, good putt there. It's in for par here at the second. So, jetzt muss er das Loch teilen mit einem Putt. Aber das sollte ihm ja eigentlich gelingen. Ich meine, er hat jetzt ein kleines Break. Vermutlich nach rechts. Jo. Ja, das wirkt völlig anders, der Platz, weil jetzt überhaupt keine Tribünen, keine Zuschauer, kein gar nichts. Das ist wirklich so ein totes Matchplay. Fehlt ein bisschen die Atmosphäre, finde ich. Das könnte man natürlich hier noch machen, dass wenigstens ein paar Zuschauer da sind. Weil ist jetzt doch eine sehr ruhige Geschichte. Oh ja, guter Drive. Und wir wissen, Taraiti, da laufen die Bälle auf den Fairways. Das heißt, der geht in den Bunker. Dann muss er jetzt hier über die Bunkerkante rüber. Okay. Wo spielen wir den hin? Oh ja. Ja, ja, wir müssten ja eigentlich einen kräftigen, ich sage mal, Fade spielen. Wir spielen den viel, einen Fade. Wir spielen, aber das traue ich mich nicht, weil, ja, ja, klar, da müssen wir nämlich, ich werde den hoch anspielen, damit er schnell zum Liegen kommt. Der Wind wird dann hoffentlich Mitte Fairway. This starting toward the right side. So, jetzt macht er noch ein paar Meter, yeah, wird aber nicht in den Bunker rollen. The result is gonna be a tee shot that is set up just fine. Sehr gut, das hat erstmal ganz gut geklappt. 80 Yards, das müsste dann ein 60er sein. Jo, 60er, wahnsinniger Wind. Also der Wind ist extrem, das Ganze kippt auch noch nach links. Ah, jetzt wäre natürlich gut mit Backspin. Schön mit Backspin. Ja, kommt ein bisschen zurück, aber nicht viel. Aber trotzdem sollte das jetzt ein bisschen Druck aufbauen. Ja, das schöne Matchplay ist ja immer, dass die Waage immer mal nach links, nach rechts kippt, je nachdem. Also im Moment ist es Advantage meinerseits. Jetzt muss er sich da gut überlegen, ob er hier durch den Strauch durchkommt oder wie er den da hochbringt. Aus dem Bunker. Ja, er nimmt sich die Zeit. Oh ja, der war gar nicht so schlecht. Dürfte aber jetzt keinen Spin haben. Okay. Aber werde ich wohl zuerst putten. Ja, ich bin 18 Feet weg. Let's bring in Nota Begay the third for a look at birdie. And this is when you'd expect to make more often than not. Not too much undulation, maybe just a slight move to the right. Ja, der wird ziemlich rüberbrechen.
warum hier mein Ball so macht. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas eingestellt habe. Oh, der sieht gut aus. Ah, that is well judged. Straight into the cup. It's a birdie here at number 3. Ja, den muss er jetzt versenken, wenn er das Loch nicht verlieren will. Boah, stark, ganz stark. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass er einen Putt hatte von rechts nach links, während ich ja doch ein deutlicher Putt hatte von links nach rechts. Aber nun gut, hat er gut gemacht. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Okay. Geht er über den Bunker? Ja, starker Schlag. Aufs Grün, sehr schön. Aber da hat ihm natürlich auch ein bisschen der Wind, glaube ich, geholfen. Das ist natürlich, guck's dir an zum Igel. Zum Igel, 6 Fuß, was für ein Schlag. Tja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Das muss ich auch machen. Aber die Frage wird sein, ob ich hier über den Bunker komme. Oh ja, den habe ich böse verrissen. Der geht jetzt rechts. Ja, okay. And that will do just fine. Jetzt brauche ich natürlich einen Pitch an den Stock im Prinzip, aber das hilft nichts, wenn er jetzt hier das Eagle spielt. Ganz starker Schlag. Ja, das macht halt, der Wind ist hier extrem. Finesse bleibt eigentlich liegen. Ja, ein bisschen mehr. Ja. Okay, that's acceptable there. A look here at birdie. And not much up or downhill here, so speed not a consideration. All that needs to be looked at is the movement from left to right. Tja, der muss sitzen, sonst habe ich gar keinen Druck aufgebaut. Der bricht sehr früh rüber. Ja, knapp. Schade. Aber yeah, das ist jetzt. What happens when you fall in love with the line and forget about the speed. Das war natürlich echt ein Wahnsinnsabschlag. Aber jetzt bin ich wieder am Zug. Just 5 feet left. Jetzt bin ich wieder am Zug und wegen diesem komischen Geblitze und Geflimme sehe ich überhaupt nicht, wie hier das Ganze bricht. So, 2 down. Yep, so sieht's aus. Wir gehen über 9 Loch. Das heißt, so viele Chancen oder so viele Möglichkeiten auszugleichen habe ich da gar nicht mehr. Ruckzuck ist das Spiel rum. Der rennt wieder Richtung Bunker. Oder in dem Fall Waste Area. Nee, der bleibt. Nein. Komm. Man will ja seinem Gegner, ja seinem Mitbewerber ja nichts Böses wünschen, aber leicht soll das jetzt bitteschön auch nicht haben.
Okay, den werden wir hier sehr weit auf die Seite reinhauen, aber ich bin auch nicht so lang wie er. Und er sollte doch hoffentlich, ja, ja. Jetzt müssen wir schauen, dass er hier nicht rechts abbiegt. That is into the fairway. So, kommen wir noch hoch auf die Welle. Ah, jetzt rennt er noch rechts rüber. Okay. Ist das ein Paar 5? Ich glaube, es ist ein Paar 5, oder? Now, ja, nee, drive, ja, yes, ja, ja. Good distance here for a second to the Par 5. Ja, wir müssen da oben aufs Plateau, um Druck aufzubauen. Das hilft nichts. Eisen 5. Aber wir haben Rückenwind. Okay, das heißt ein Eisen 6 kurz anspielen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Der Wind drückt den rüber, aber wir gehen noch ein bisschen mehr nach links. Okay. Ja, der bleibt nicht liegen, der rennt hinten durch. Jo, komm, bleib liegen, nicht in den Bunker. Komm wieder runter. Ah, ja, okay. Den müssen wir dann pitchen. But Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. Ja, er testet auch verschiedene Schläger durch, so wie man sieht. Es wechseln immer die Schläger. Ja, ich glaube, da war jetzt gerade ein bisschen das Sandspritzen. Oh, 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 oh. Da hat er jetzt aber echt, das war jetzt Maßarbeit. Also der Kollege hat es echt drauf, muss man fast sagen. Also der hat es wirklich echt, echt drauf. So, 35, es geht ein bisschen runter. Springt nach rechts, 35. Okay. Ah ja. Bin mal gespannt, ob er das Texas Wedge nimmt. Oder ob tatsächlich hier auf dem Vorgrün hier pitcht. Oder chippt. Der chippt tatsächlich. Cool. Ja, wenn man so chippt, kann man das auch machen. Das nächste Loch gewonnen. Oh, Freunde, das ist die 6 und 3 down bin ich. Das heißt, jetzt kann es schon relativ schnell zu Ende sein. Ich müsste jetzt alle drei Löcher gewinnen, um hier noch zu teilen. Aber der spielt es wirklich sehr, sehr gut. Gar keine Frage. ...97 Yards. Okay, der muss ja nur teilen. Wenn er teilt, hat er schon gewonnen. Also, ich müsste jetzt alle drei Bahnen gewinnen. Okay. Ja, ja, noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt bleibt er ziemlich gerade. Der Wind holt ihn nicht. So, ja, rennt vorbei. Das ist gut. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. Second shot coming up. And we say hello to Iona Steven. Yeah, the pin, 136 is the number we're looking for, and the pin on the front portion. So, wir müssen ziemlich weit links anhalten. Wenn er da reinfällt, springt er sowieso nach rechts. Ja, das ist das Problem. Wenn er früher aufkommt, da ist der Hang, dann springt er eh nach rechts. Gut. This one's looking good. Naja, zumindest habe ich ihm jetzt noch mal ein bisschen Druck gemacht. That approach shot just a little shy of where you'd like to finish up, but still one good putt, maybe a birdie.
Ja. Ja, er nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Er macht sich da schon Gedanken, das merkt man sofort. Und er will definitiv das Loch gewinnen. Nicht nur teilen, da bin ich mir relativ sicher. Der verlässt sich nicht darauf, dass ich den vorbeischiebe. Hält auch sehr weit links an. Ja, bleibt er bei der False Front, oder? Ja, okay, wir werden sehen. Ich glaube, er muss zuerst putten. Und wenn er den jetzt stopft, dann ist das Spiel rum oder dieses Match. Wie gesagt, wir gehen über 9 Löcher. Ich bin 3 down und es ist die 6. Okay, über links. Oh. Okay, also das ist, wie man so schön sagt, geschenkt. Den könnte ich ihm jetzt schenken. So, Level. Deutlich über rechts. Ja, ich hätte mir einen einfachen Putt gewünscht. Bisschen flotter. Ich muss den stopfen, es hilft nichts. Da brauchen wir gar nicht groß rummachen. Oh. Genauso knapp wie er. Gut. Okay. Nicely read there. It is a par here at the sixth. So, das sollte es gewesen sein. Das müsste... Wieso geht's jetzt weiter? Ich bin leicht irritiert, weil wir sind erst 3 ab. Er hat eigentlich schon gewonnen. Oder gehen wir über 18 Loch? Nee, wir gehen doch nur über... Ich bin etwas irritiert. Kann natürlich auch sein, dass die Matches generell über 9 Loch gehen, aber vom Prinzip her hat er schon gewonnen. Oh, guter Bounce, guter Bounce. Sauber. Ja, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Okay, der Wind geht unheimlich nach dort. Er hat das ganz, ganz clever gespielt. Muss man so sagen. So, okay. Ich versuche den jetzt im Prinzip ja auch in den Hang zu spielen, aber... Schubidu. Ob der nicht durchrennt? Der wird eher durchrennen. Wir spielen den hoch an. 1 Minute 35 habe ich noch Zeit, um mir Gedanken zu machen. Aber ich glaube, so viele Gedanken brauche ich gar nicht mehr. Meiner fliegt definitiv nicht so weit. Springt er hoch und aufs Grün. Naja, er läuft natürlich durch in den Bunker. Okay. Und kommt natürlich noch ein bisschen runter. Alles klar, als Rechtshänder machbar. And that was flirting with disaster the whole way and it's gonna wind up hopping into the bunker. Ach, hier steht jetzt to win the match. Ja, das ist aber eigentlich nicht korrekt, weil wir sind, wie gesagt, an der 7, 8, 9, ach, sorry, mein Fehler, völlig falsch nachgedacht, ist klar. Wir spielen die 7, 8 und 9, da war natürlich noch nicht an der 6 fertig. Mein Fehler, habt ihr bestimmt alle schon bemerkt. Ja, klar. Big drive, he'll dig in for a second out of the sand. Ach, super, jetzt kann ich den überhaupt nicht kürzer spielen, oder was? Ach du Schande. Dann spielen wir den noch ein bisschen höher an. Ah ja, jetzt geht's kürzer. Okay. Yeah, big explosion. Got it to stop quickly and that will be a birdie opportunity coming up. That one brushed in. It is a birdie here at 7. And that'll do it. A good battle here gonna come to an end.
Well, that'll wrap it up for us today. We saw a lot of great golf, Frank. Yeah, the course was good. It was gettable for some. But, you know, in the end, it really gave you what you deserve, just the way we want it. And that'll do it for our entire team. I'm Rich Lerner. Until next time. So, und deswegen habe ich jetzt auch hier dieses Matchplay gespielt, weil diese Error-Loading-Scoring-Data, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, im Prinzip jedes Mal nach dieser Runde. Also irgendwas scheint da noch ein bisschen im Argen zu sein, weil das wundert mich, sollte eigentlich nicht sein. Aber wie gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Natürlich ganz, ganz klar, mein Fehler habe ich völlig falsch gerechnet. An der 6 war natürlich, wäre Feierabend gewesen, wenn er dort das Loch gewonnen hätte. Wir haben es geteilt, also insofern ging es nochmal auf die 7, habe ich mich verrechnet, aber soweit hat es also gepasst. 3 und 2, so heißt es. Also er hat 3 gewonnene Löcher und es waren nur noch 2 zu gehen. Wobei das jetzt, ich überlege jetzt gerade, ich habe Birdie gespielt, er hat das Birdie. Ja, das ist richtig, weil sonst, wenn er es gewonnen hätte, wäre es 4 und 2 gewesen. So ist es 3 und 2, also das passt. Also Gratulation an den Kollegen Realtor. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Er hat sehr gut gespielt, gute Abschläge gehabt, absolut verdient gewonnen. So, jetzt schauen wir mal, weil es sollte jetzt auf jeden Fall für den Pro Pass ein paar Tokens geben. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Interessantes Matchplay auf jeden Fall, da hatte ich keine Chance. So, Total Tokens 140, die gibt's hier. Okay, 30 Tokens to unlock the next node. Okay, sehr schön. Das soll es dann also für diese Runde gewesen sein. Ich fand es jetzt richtig spannend und spaßig, gar keine Frage. Und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Einblick jetzt bekommen in dieses Online-Match, wie das eben mit Matchplay funktioniert, muss ich definitiv sagen, gefällt mir 10-mal besser als eben ganz normales Zählspiel. Und dann rennen da 7, 8 Leute rum, die Bälle fliegen wild durch die Gegend. Und hier haben wir wenigstens eine korrekte Abfolge im Matchplay, Mann gegen Mann, Spieler gegen Spieler, mit Mitbewerber gegen Mitbewerber und hier wird korrekt dann eben nacheinander gespielt. Also hier dieser Matchplay-Online-Charakter finde ich sehr, sehr gut. Was es da mit diesem Mistake oder mit diesem Fehler, mit diesem Error am Ende hier dann auf sich hat, weiß ich nicht. Man kriegt seine Punkte. Ich weiß es nicht, ob das dann was mit der Rangliste oder sowas zu tun hat. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit hier eben für den Pro Pass zusätzliche Tokens sich zu erspielen, um hier dann eben die entsprechenden Nodes oder die entsprechenden Assets oder was auch immer hier alles angeboten wird, in dieser langen, langen Liste an extra Sachen freizuschalten. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Für dieses Video wollte ich jetzt ganz kurz mal eins machen hier, damit wir das auch mal hinter uns gebracht haben, das Matchplay. Wie gesagt, ich persönlich finde es gut. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, ob das langsam der richtige Schritt in den Bereich Online ist hier, was EA Sports hier fabriziert. Wie gesagt, ich finde es okay. Kann man natürlich noch ein bisschen ausbauen. Vom Prinzip her finde ich es aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. So, ich darf mich recht herzlich bei euch wieder mal bedanken fürs Zusehen, für eure Geduld und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ich hier abschlage. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Spiel.